1973 war die Geburtsstunde der Eisenbahnfreunde Zollernbahn. 2013 feiert die EFZ ihr 40-jähriges Jubiläum unter dem Motto Rund um Gammertingen. Ende der 70er Jahre wurde die 24009 angemietet, um damit auf der Zollernalbbahn Sonderfahrten anbieten zu können. Die Einheitslokomotiven der Baureihe 24 war für den Einsatz vor Personenzügen auf langen Nebenbahnen mit 15 Tonnen Achsdruck vorgesehen. Die Baureihe 24 ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km pro Stunde ausgelegt. Sie wurde mit einem dreiachsigen Schlepptender der Bauart 3T16 gekuppelt. Von 1928 bis 1940 wurden insgesamt 95 Maschinen von diversen Lokfabriken gebaut. Bei der DB wurden die letzten Maschinen 1966 abgestellt. Der Eisenbahnkurier hat 1972 die 24009 von der Deutschen Reichsbahn erworben. Für unsere Sonderfahrt nach Kleinengstingen haben wir heute die badische Maschine der Gattung 6C ausgewählt. 135 Stück wurden im Zeitraum zwischen 1914 bis 1921 in Dienst gestellt. Die äußerst elegant aussehende mit 1600 mm Treibraddurchmesser hat die 75118 eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km pro Stunde. Im Jahre 1967 wurde die 75118 ausgemustert. Nach einer Aufarbeitung und Wiederinbetriebnahme durch die Ulmer Eisenbahnfreunde wird sie auf der Lokalbahnstrecke Amstetten-Gerstetten vor Museumszügen eingesetzt. Thank you.
zur HZL gehörende 20 Kilometer lange Strecke nach Kleinengstingen erreichen wir nach etwa 45 Minuten. Nach dem Umspannen der Lok geht es zurück nach Gammertingen. Wir verlassen hier die 75 1118, denn wir wollen noch die 78 468, die aus Hechingen die Burladinger Steige befährt, filmen.